Was sagt der Regisseur, wenn der nächste Tag drehfrei ist? Willst du jetzt von mir eine Antwort? Ja, du bist der Einzige in der Leitung. Achso, was sagt der Regisseur, wenn am nächsten Tag drehfrei ist? Keine Ahnung. Morgan Freeman. Warte, der fehlt. Den Einspieler hast du. Warum hast du den Einspieler nicht? Welchen Einspieler? Badum. Also. Du musst mal auf seinem Soundboard legen. Ja. Lass uns mal anfangen. Der Kinocast. Hallo und willkommen hier zur neuen Sendung. Ich hoffe, ihr lacht jetzt noch immer noch durch hier von diesem großartigen Witz zum Anfang. Ja, hallo Chris. Hi. Wie geht's dir so zu dieser frühmorgendlichen Stunde? Ich hab Ferien. Du hast Ferien? Ich hab Ferien, ja, stell dir vor. Oh, Ferien. So ja, ist es, wenn man, da kommt der pure Neid. So ist es, wenn man ja, am Freitag war noch in der mal Schule wieder Tag der richtigen Berufswahl, deswegen. Wenn man noch in der Schule ist, ja. Ja. Tja, naja, dann, aber wir haben trotzdem ein paar Filme. Also hast du ja eigentlich Gelegenheit, jetzt Filme zu gucken ohne Ende, wenn nicht gerade irgendwie Games dazwischen kommen, ja. Das glaube ich, was ich vorhabe. Den ganzen Tag voll rumliegen und Klassenarbeiten korrigieren. Ja, aber wir haben, liebe Hörer, wir haben Filme mitgebracht natürlich. Die Sneak Preview gesehene Filme. Ich habe einen Rezensionsfilm, der auch noch sehr aktuell ist. Ich habe da so einen Screener-Link bekommen gehabt und ich habe die Verleihfirma auch angefragt, ob sie mir noch einen, weil das war so mit Code, der nach dem ersten Mal direkt entwertet wurde, und habe gefragt, ob sie noch einen bereitstellen können für die Kollegen, aber da kam dann nichts mehr. Vielen Dank an dieser Stelle dafür. Aber da konnte ich es wenigstens sehen. Ja, schön, dass du es wenigstens sehen. Ja, ihr habt dafür den Sneak gehabt und wir reden natürlich auch über den neuen Star Wars Trailer und was da so drin vorkam. Star Wars Trailer. No one's ever really gone. Ja, genau. Und aber wir beginnen erstmal mit dem Sneak-Film der Woche. Das war nämlich Das Ende der Wahrheit. Ja, habe ich noch nie von gehört. Worum geht's da? Das Ende der Wahrheit ist, ich sag's gleich vorne raus, eine deutsche Produktion. Klingt fast wie das der eine Film, den wir hatten mit Jessica Chastain. Der hieß da auch irgendwie so, ne? Wo die da in diesem Politmilieu, da war das nicht auch irgendwo? Du fragst mich Sachen am frühen Morgen. Den hatten wir, ich such mal raus, mach mal weiter. Ja, danke schön. Also es war wie so oft, es wird dunkel im Kino, es geht los, es wird eingeblendet, die Filmfirmen, es stehen deutsche Firmen dran, es steht, glaube ich, sogar Arte oder ZDF noch mit dran. Und dann geht erstmal ein Raunen durchs Kino, so. Und in den ersten paar Minuten, also ich sag's offen und ehrlich, wie es ist, nach den ersten 5 Minuten habe ich zu meiner Nebensitzerin gesagt, wächst du mich bitte in 1,5 Stunden auf. Weil das ging so los wie eine absolute dummdämliche Liebesschnulze. Es hat nur noch gefehlt, sie ist ein Good Girl. Aha. Er ist ein Bad Boy. Das hat eigentlich nur noch gefehlt. Und ja, so geht's wirklich los. Aber der Film nimmt dann tatsächlich doch gewaltig Fahrt auf. Es ist ein Drama-Thriller von Philipp Leinemann. In den Hauptrollen sind jetzt Ronald Zerfeld, Alexander Fehling und Claudia Michelsen. Ich erkenne das Poster aus diversen Pressemitteilungen. Doch, der klang irgendwie interessant. Ja, und es entwickelt sich auch wirklich ein relativ interessanter Film. Also es geht darum, es geht um Martin Behrens, der ist Experte für Zentralasien und der arbeitet beim Bundesnachrichtendienst. Und darunter leidet natürlich auch seine Familie. Vielmehr, er ist schon geschieden, seine Tochter leidet auch drunter. Antje Trau spielt mit. Hey, ich sehe es gerade. Deswegen habe ich mir den gemerkt. Schön, dass du mich auch mal kurz... Ach so, sorry. Jetzt halte ich mal die Klappe, komm mal rein. Ist immer wieder schön mit diesen... also früher, ich sag's ja, bei mir ist ja ganz genauso, aber wenn du jetzt in der heutigen Zeit in der Schule wärst, bei dir hätten sie ja auch ADHS signalisiert, oder? Also diagnostiziert. Also in der Schule, Schule war ich nicht so... Schule war's, okay, alles klar. Also, der gute Martin und durch einem... Ja, also der sammelt Informationen auch über Terroristen und alles mögliche und dann kommt es eben zu einem Anschlag auf den Terroristen und das lässt ihn so ein bisschen dann an der ganzen Sache schon so ein bisschen zweifeln, was der BND da abzieht, und dann gibt es quasi darauf die Antwort und bei dem kommt seine Freundin Oris Köhler, gespielt von Antje Traue, kommt da ums Leben. Also Antje Traue hat nicht so viel Screentime. Och Mensch, ey. Ja.
Und sie ist halt, sie ist eine Journalistin, weiß aber auch nicht seinen richtigen Namen eigentlich, aber sie sind zusammen, also das ist so ein bisschen, hm. Und ja, es da, ihr, sie war halt, ihr geht's, so rum, sie war schon länger auf der Spur, dass da was beim BND nicht so ganz sauber läuft und er findet das dann auch raus, also findet da auch Details von ihr und sagt, hey, die war auf einer Geschichte auf der Spur und so gerät halt er ins Kreuzfeuer auch vom BND und da steckt dann ganz arg viel dahinter, auch noch eine Waffenfirma, die Sachen beliefert und Vetterless-Wirtschaft und einfach richtig fiese Machenschaften. Wichtig wäre noch zu erwähnen, der Alexander Fehling, also Patrick Lemke im Film, Alexander Fehling in echt, der da mit reinkommt als quasi Sonderermittler, als Beobachter und das alles dann quasi auch die Leitung übernimmt und ja, es beginnt so ein bisschen ein Katz-und-Maus-Spiel teilweise für den Martin Behrens und ja, ich will nicht zu viel verraten. Es geht um Intrigen, Machtspiele, Korruption und manchmal kommt der Feind nicht immer von außen. Klingt ein bisschen nach Homeland. Ja, es ist halt, ja, geht in diese Richtung, ja. Also wie gesagt, es kommt ja auch raus, dass deine Freundin, nee, das verrate ich nicht. Das wäre zu viel gespoilert. Das würde vielleicht auch dem Ganzen ein bisschen jetzt den Drive nehmen. Gedreht ist das Ganze relativ düster, aber relativ dann doch cool. Also man hockt dann drin und es ist relativ glaubwürdig. Man leidet mit den Figuren mit. Und ja, es ist brutal teilweise, es ist hart, es gibt ein erfundenes Land mit Zahiristan oder sowas. Also ich habe nichts darüber über Zahiristan gefunden, aber das ist ja auch okay. Also man muss nicht alles so detailgetreu machen und dann quasi jemanden in eine Terrorecke noch drängen oder drücken. Deswegen hat man einfach ein Land erfunden. Ja, wie gesagt, es ist eine Geschichte, wo man sagen kann, kann in echt eigentlich passieren. Ist zwar ein bisschen überzogen, was die Gewalt manchmal angeht, nur kann schon passieren. Und man kommt immer mehr rein in den Film. Also je länger er geht, desto mehr kommt man auch wirklich rein und fiebert dann mit und kriegt dann auch so dieses ganze, diese ganzen Machenschaften im Hintergrund mit. Und deswegen ist es eigentlich sehr, sehr cool. Das einzigste Problem, was ich hatte, ich musste vorher nachgucken, welcher Film am Montag lief. Also er ist nicht wirklich im Gedächtnis geblieben. Und ich glaube, das ist immer so ein bisschen Todesurteil auch für so einen Film. Siehst du es auch so? Gut, ich habe ja den Film jetzt nicht gesehen gehabt. Aber der Name war mir präsent. Ich habe übrigens jetzt den Film gefunden, der so ähnlich klingt. Die Erfindung der Wahrheit war das. Mit Jessica Chastain. Hatten wir am 23.05.2017 in der Sneak, kam mir vor wie gestern, ich weiß nicht. Ja. der ist hängen geblieben, ja genau, aber der war ganz anders. Ja, aber der klingt, also den hatte ich mir vorgemerkt gehabt tatsächlich, zum einen jetzt, wo ich das Poster gesehen habe, was ich ziemlich cool finde, so von der Art her, wie es gemacht ist. So von dem, ja, ich sage, es ist kein so typisch deutscher Film, es hat schon so ein Ami-Flair, auch wenn es halt deutsche Schauspieler sind, wo du manchmal denken könntest, okay, den haben sie irgendwo in Bayern ausgegraben. Und auch wegen Antje Trauer, auf die ich ja ein bisschen Obacht gebe. Mir ist übrigens eingefallen, die hat sogar bei Ballon mitgespielt. Das habe ich in der letzten Sendung vergessen zu erwähnen. Das ist sehr schön, ja. Da spielt sie nämlich eine Kindergärtnerin, die wo die Kinder teilweise so ein bisschen von bestimmten Themen von den erzählen, die sie im Elternhaus erleben und wo die dann so ein bisschen hin und her gerissen ist, ob sie das nun entsprechenden Behörden meldet oder nicht und so. Das hat sie ziemlich gut gespielt. Sie hat da nur zwei Szenen drin, aber fand ich echt gut. Ja, ich weiß nicht, wenn sie hier stirbt, ich hatte relativ kurze Rollen. Ich meine, da hat sie in dem Superman-Film damals noch ein bisschen eine größere Rolle gehabt oder bei Pandorum. Es scheint jetzt immer weniger Screentime zu werden, was ein bisschen schade. Kann sich halt nicht so viel Text merken wahrscheinlich. Vielleicht, ja. Okay, kurzum. Es ist ein Film, wo ich jetzt nicht gezielt ins Kino gegangen wäre, wo ich jetzt allerdings ganz cool finde, im Endeffekt ihn gesehen zu haben, auch wenn ich mich nicht groß daran erinnert habe, weil ich mich nochmal nachlesen musste. Im Fernsehen wird er, weiß ich nicht, ob er im Fernsehen so gut funktionieren wird, weil er doch recht düster ist und alles. Also es wäre schade, wenn er irgendwo im
so Mittwochabend ZDF-Krimi des Abends irgendwie untergeht oder sowas. Dafür ist er zu gut. Das ist so ganz, ganz seltsam. Verstehst du, was ich meine? Also ist kein Kino-Blockbuster. Nicht massenkompatibel aber, sozusagen. Ja, aber auch irgendwie finde ich jetzt wieder zu gut für, was weiß ich, ZDF-Reihe, wie heißt das, kleine Fernsehspiel oder sowas. Die haben sie ja auch produziert, habe ich gesehen. Ne? Da ja, kann ja, ich mir echt vorstellen, wie da in der Sneak sitzt, da kommt da, ZDF, das kleine Fernsehspiel, Arte, oh ja, Gott. Und, ja, eben, das ist genau diese Reaktion. Und dann fängt er halt auch so an mit so einem Liebesschnulzen-Gedöns und du hockst dran und denkst dir nur so, Alter, bitte nicht. Nicht jetzt hier 2 Stunden lang irgendwie Trash-Love oder sowas. Nee, es entwickelt sich wirklich ein cooler Film draus. Und ja, ich kann ihn empfehlen, aber ich gebe ihm trotz alledem nur 6 Punkte, weil ich hätte ihm 7 gegeben, wenn ich mich dran erinnert hätte. Der Alexander Fehling, der hat ja zuletzt auch bei Beat mitgespielt in der Serie von Amazon, die ich ziemlich gut fand. Axel Prahl. Spielt er da auch so einen gebückt laufenden? Nee, eher nicht. Okay. Weil der läuft die ganze Zeit so ein bisschen gebückt, so. Okay, also du gibst 6 Punkte. Oh, 6 von 10. Ich werde mir den trotzdem irgendwie vormerken. Ja, also dir wird er gefallen, allein wegen Antje Traue. Ja, wenn die stirbt, hast du jetzt schon verraten. Bettszene mit Antje Traue. Hast du schon verraten, dass sie stirbt hier? Ist nicht so. Ich habe aber gerade die Bettszene verraten, das gleicht sogar aus. Naja. es müsste irgendjemand, ist da nicht irgendein Programmierer draußen, der uns zuhört? Ich hätte gerne eine Webseite, wo ich mir, bei IMDb ist das irgendwie zu unübersichtlich, wenn ich mir da irgendwas auf die Watchlist packe und da kriege ich auch keine Reminder. Ich bräuchte irgendwas, wo ich so Filme, die ich mir angucken will, da irgendwie auf irgendeine Art Watchlist packe und dann irgendwie automatisch Notifications kriege, wenn die entweder irgendwo zum Streaming erscheinen oder wenn die Blu-ray erscheint oder was weiß ich, wenn sie irgendwo im Fernsehen kommen dann. Also richtig weit gespannt, nicht nur für Kino wie bei IMDb. Vielleicht kennt da jemand was, liebe Hörer. Da wird es doch jemanden geben, der das kann. Ja, vielleicht gibt es sogar sowas. Also ich wäre ja nicht der sein, der das erfindet. Und wenn doch, dann mache ich jetzt sofort meine Ansprüche geltend. nee, Spaß beiseite. Also wenn ihr sowas programmieren wollt, wenn es sowas noch nicht gibt, ich möchte bitte den Kinocast in irgendeinem Namen da erwähnt finden. Aber wie sieht es denn überhaupt morgen aus mit der Sneak? Was erwartet uns denn da? Wie lautet überhaupt der Tipp? Für die Sneak Nummer 996 am 15.04. ist ganz einfach Stillleben. Ah, ich sehe es gerade. Ich habe nämlich 2 Tipps abgegeben. Fällt es gerade wieder ein. Ja, die darfst du auch vorlesen. Und zwar, der erste Tipp ist Van Gogh. Natürlich wegen Stillleben, also wir müssen zusammen, ja, weil der hat ja so Stillleben gemalt und der hat sich das Ohr abgeschnitten. Also ist dann irgendwie, ja, konnte nichts mehr hören, still und so vielleicht. War so mein Gedanke. Und dann noch einer, der ist so ein bisschen ja, mit der Bratpfanne gehauen. The Silence heißt der. Die laufen alle beide irgendwie demnächst an. Bei The Silence, weiß nicht, Stanley Tucci spielt da mit sich hier. Worum geht's denn da? Muss ich mir mal ganz kurz. Der wäre aber gut besetzt, kann das sein? The Silence, Horrorfilm des Annabelle-Regisseurs, greifen mutierte Fledermäuse die Familie eines gehörlosen Teenagers an. Nur wer still bleibt, überlebt. Das kennen wir doch irgendwo her. sie leben in einem Höhlensystem tief unter der Erde. Stille Jäger, perfekt an die Dunkelheit angepasst. Nur mit ihrem Gehör orten die Fledermäuse ihr Opfer. Als im amerikanischen Bundesstaat New Jersey eine Kolonie harmloser Fledermäuse von einem Parasiten befallen wird, verändern sich die Tiere. Eine neue Spezies entsteht, die Wasps. Effiziente Killer, die durch das leiseste Geräusch angelockt werden. Das ist wahrscheinlich das Prequel zu dem anderen Film, den wir hatten hier. Weißt du, das fällt mir gerade der Titel kann, nicht kann ein. Sein, ja. Ja, und da geht es halt um so eine Familie, die da fliehen muss. The Silence. Ja. A Quiet Place, genau. A Quiet Place. Kommt bereits der zweite Schocker, der sich um ein Überleben in der Geräuschlosigkeit dreht. Miranda Otto spielt auch mit. Naja. Wir werden es sehen. Wir werden sehen, wie stark du daneben liegst. Werden wir mal reinhören. So, dann begeben wir uns in den Bereich Heimkino. Heimkino. Beziehungsweise ist es nicht direkt Heimkino, weil der läuft ja, glaube ich, sogar in manchen Kinos noch an. Der ist am 7. März gestartet, an meinem Geburtstag. der Film heißt Mid-90s.
Und Mid-90s ist das Regiedebüt von Jonah Hill. Der hat diesen Film gedreht und Jonah Hill war wohl offensichtlich in den 90ern, ist der aufgewachsen und war dort auch Skater oder ist dort auch so mit dieser, ja, mit diesem Skate-Lifestyle in Berührung gekommen und dreht diesen Film als so eine Art nostalgische Erinnerung an diese Zeit. Das Ganze spielt eben, wie gesagt, in den 90er Jahren in Los Angeles. Wir begleiten den 13-jährigen Stevie und der hat einen älteren Bruder, der gespielt wird von dem... habe ich hier den Namen nicht hier. Moment, jetzt muss ich mir das mal raussuchen, denn den kennen wir nämlich auf jeden Fall. Der hat bei Manchester by the Sea mitgespielt und war da, glaube ich, sogar Lucas Hedges heißt der junge Mann. Ja, bei Manchester natürlich heißt das so. Manchester by the Sea mitgespielt, Ben is Back, Lady Bird. Also der hat eine richtig gute Filmauswahl. Das ist auch so eine, ja, so ein Neben-/Hauptcharakter, wo man sagt, okay, wenn der irgendwo mitspielt in einem Film, Grand Budapest Hotel hat er mitgespielt. Und der irgendwo mitspielt, hat der Film schon von sich aus schon eine gewisse Qualität, weil der sucht sich eigentlich keine Scheißfilme aus oder hat einen guten Manager. Und der spielt hier den älteren Bruder. Ist hier quasi so eine, ja, etwas kleinere bis größere Nebenrolle. Und weiß nicht, Chris, hast du Geschwister? Ja, du hast eine Schwester. Ja, ne? Ich habe eine große Schwester. Eine große Schwester, okay. Jetzt weiß ich nicht, ob... Die ist Tierärztin. Ja, jetzt, ja, genau. Ich wusste nicht, ob es eine größere oder... Nee, 4 Jahre älter. Hm? Also ich habe ja keine Geschwister, aber ich kann das schon ein bisschen nachvollziehen, weil meine Frau, die hat einen älteren Bruder und die hat auch manchmal so Sachen erzählt, wie es damals war, wenn das da irgendwie zu Hause, was weiß ich, da wurde einfach mal, wenn es da leckere Sachen gab, einen Kuchen, da wurde einfach mal alles angeleckt, so nach dem Motto, ja, das ist jetzt meins und so, solche Geschichten. Hier ist es allerdings noch ein bisschen, ja, eine Spur schärfer, denn die haben wirklich eine größere Altersdifferenz, also der 13-Jährige, obwohl, so weit waren die gar nicht auseinander, weil der Größere ist ja auch noch, ich glaube, auf der Highschool oder so. Also ganz so viel kann es nicht gewesen sein, aber gefühlt sind die von ihrer Denke her so weit auseinander, dass die eigentlich zusammen nichts machen. Also das ist jetzt nicht so ein Geschwisterding, wo die auf irgendeiner Wellenlinie sind, sondern die sind einfach teilweise, also der Kleine guckt so ein bisschen zum Großen auf, aber der Große, der hasst den ja fast regelrecht, ja, den Kleinen. Und dann die Mutter, ja, also die haben irgendwie keinen Vater, da ist ab und zu mal irgendwie ein Freund da oder sowas, der ist dann auch schnell wieder weg irgendwie, also das ist irgendwie so keine richtige Familie dort, die Mutter hat ganz schön zu tun mit den Zweien. Und der Kleine, der nun immer von seinem großen Bruder da extrem gedisst und unterjocht wird, der kommt eines Tages mal in Kontakt mit so ein paar Skatern, die da so auf der Straße sind und die hängen auch immer in so einem Laden ab und der geht dann halt mal rein und guckt da so ein bisschen rum in dem Laden, hört da so Gespräche mit und findet so das irgendwie ganz, ganz cool. Da ist auch so ein kleinerer Junge dabei, der ungefähr so alt ist wie er auch. Und das ist jetzt nicht so wie typisch so in diesen Hollywood-Filmen, wo dann, ja, der kommt da rein und alle so, hey, ja, cool, und komm mit, mach bei uns mit, sondern das entwickelt sich langsam, diese Verbindung, er geht da noch ein paar Mal hin in den Laden und irgendwie schnappt er da mal ein Gespräch auf und dann probiert er mal selber, kauft er von seinem größeren Bruder für viel Geld irgendein scheiß Skateboard ab, was bei dem nur in der Ecke lag und musste auch noch irgendwelche Nintendo-Spiele dafür tauschen. Also es spielt in den 90ern, ne? Man merkt's. Und fängt dann halt an mit seinem, was weiß ich, Cowabunga Turtles Skateboard da irgendwie zu skaten. Bringt sich das alles irgendwie selber so ein bisschen bei, hat da einen extremen Enthusiasmus dabei und ja, nimmt dann das Board auch mit in den Laden. Irgendwann schafft das mal mit denen zu connecten, die da mit dieser coolen Clique, die da in dem Laden rumhängen und immer skaten gehen und befreundet sich so ein bisschen mit denen, aber das ist halt diese Clique, da sind halt auch Drogen ein Thema, da gibt es halt einen, der driftet immer ein bisschen weiter ab in die Drogenrichtung auf der schiefen Bahn und die haben halt alle irgendwie ein ziemliches Päckchen zu tragen, was dann so nach und nach mal ein bisschen rauskommt, aber das Ganze ist jetzt nicht so ein riesen dramatischer Film, wo man jetzt so ein riesen fettes Drama irgendwo drin ist, wo eine riesen Klippe ist, über die sie drüber müssen oder ein tiefes Tal, durch das sie gehen müssen, sondern der Film schafft es eigentlich, dieses
ja, dieses 90er- und Skate-Gefühl extrem gut rüberzubringen. Also es gibt, glaube ich, also 90er noch ein bisschen weniger, eher das ganze Thema Skateboard. Hast du früher mal geskatet irgendwie? Ich muss ehrlich zugeben, nicht wirklich, weil ich hatte da zu arg Angst, dass es mich wirklich auf die Fresse legt. Also ja, auf den Inline-Skates bin ich rumgefahren, ja, aber auf dem Skateboard nein. Ich hatte tatsächlich, ich hatte ein Skateboard. Am Anfang haben wir uns die Dinger selber gebaut. Es gab ja in der DDR nichts. Gab es ja keine Skateboards zu kaufen. Da haben wir halt Sperrholzbrett genommen und dann gab es früher Rollschuhe. Weiß nicht, ob das noch jemand kennt. Die Vorform von Inline-Skatern. Halt mit 4 Rollen dran. Gibt es ja immer noch. Und die hatten in der Mitte so ein verstellbares Teil. Da hast du so eine Mutter gelöst und dann konntest du das so vor- und zurückschieben, damit du mitwachsen konntest, mit der Schuhgröße mitwachsen. Ne? Und das konntest du halt auseinanderziehen. Dann hattest du quasi 2 Rollen hier, 2 Rollen da an der Hand mit so ein bisschen Blech unten dran. Und das haben wir unten an die Bretter dran geschraubt und sind dann gefahren. Und ich habe dann irgendwann mal, hatte meine Oma aus dem Westen ein Skateboard mitgebracht. Solche ähnlichen Dinger gibt es jetzt für, weiß nicht, für 15 Euro bei Decathlon, habe ich gesehen. Also oben Plaste, meins war gelb, hatte rote Rollen. War schon total zerschrammt, also war von einem, hatte sie von unseren Verwandten aus dem Westen damals bekommen gehabt und hat sie halt mitgebracht und das war quasi so das, was er abgeben konnte, wo wirklich nichts dran gehangen hat, was schon total zerschrammt war und so die anderen. Und das war aber mein Ein und Alles, ey. Das da habe ich am Anfang, hat das sogar mit bei mir im Bett geschlafen, ne, das Ding. Und ich habe dann quasi in der Nacht immer mal an den Rollen gerochen und so. Also, und dann sind wir bei uns mit den gefahren. Ne. Also das war halt so ein, bei uns vielleicht noch ein bisschen spezieller, weil das auch so ein Thema war, ja, das machen die Leute da im Westen und in den USA und so. Das ist die große Freiheit und so, ne? Und das schwang halt noch ein bisschen mit und wir wollten das auch so gut können wie in den Filmen, die wir gesehen haben. Weil da schwappt. Das heißt, du warst ein Skaterboy? Nee, also ich würde mich nicht so als Skaterboy bezeichnen, weil ich war jetzt nicht so der Riesen, der nun hier wahnsinnig Tricks und sowas. Also ich habe auch nicht irgendwie Schule oder irgendwas anderes vernachlässigt und ich war auch damals im Sport und so. Liebe Kinder, falls du das hörst, Schule ist wichtig. Definitiv. Ich habe dann ja sogar, habe dann später sogar mit dem Sport aufgehört, damit ich meine Schule gut machen konnte. Aber was ich halt meinte, das hat schon einen großen Teil eingenommen, bevor dann halt andere Sachen kamen. Und ich kann das durchaus nachvollziehen, diese Begeisterung, die der Stevie da entwickelt in dem Film. Und auch dieses Gefühl, also da kamen so viele Sachen wieder hoch, wie das, was mir jetzt alles wieder eingefallen ist von damals. Ne? Dieser Film ist echt wunderbar. Der Soundtrack ist Spitzenklasse. Also wer so ein bisschen 90er, und ich rede jetzt hier nicht von DJ Bobo und Mr. President, sondern ich rede jetzt hier von 90er Rap-Hip-Hop-Sachen. Ja, also richtig geiler Scheiß kommt da drin. Wie gesagt, der ganze Film hat nicht das Riesendrama, hat jetzt nicht den Riesenspannungsbogen, wo man sagt, oh Gottes Willen, wie wird das weitergehen und was wird mit dem und so. Es ist einfach, transportiert dieses Lebensgefühl absolut gefühlt authentisch. Ich bin jetzt nicht in L.A. aufgewachsen, aber ich glaube, so Skater, ja, das Gefühl, wenn du zum ersten Mal irgendwas schaffst, wo du lange rumprobiert hast und na klar fällst du auch ein paar Mal auf die Fresse, aber da lernst du halt auch, dass du wieder aufstehen kannst und das irgendwie wieder weitergeht und ja. Ich darf bloß leider jetzt, also ich habe meine Tochter, die hat vor ein paar Jahren, wollte sie mal ein Skateboard haben und habe ich ihr das beigebracht, wie das Fahren geht und bin dann selber auch ein bisschen damit gefahren, aber ich kriege immer Ärger, wenn ich mit dem Ding fahre. Sagt meine Frau, du bist viel zu alt dafür und lass das mal sein und so. Wenn es dich beruhigt, ich habe jetzt erst letztes Wochenende war das, als ich mit dem Hund draußen war, ist morgens auch oder mittags eine ganze Familie, 2 Mädels, 2 Kids und der Papa mit dem Skateboard um die Ecke gebogen bei mir, also und der sah deutlich älter aus wie du. Ja, nächstes Mal mach mal bitte ein Foto, schick mir das und dann habe ich vielleicht Argumentationsmaterial hier. Mit dem Hashtag Free Eric. Ja, ich würde mir gerne mal wieder eins kaufen, weil das, was meine Tochter hat, das ist so ungefähr eins wie das, was ich damals hatte, bloß halt in neu und schön. Die gibt es ja jetzt für wenig. Ich würde halt schon mal gerne ein ordentliches wieder haben. Jetzt, wo quasi die Möglichkeiten habe, ja. Aber gut, wahrscheinlich. Bei uns gibt es ja noch eine schöne Skaterbahn hier um der Ecke, gleich Pattonville. Da ja. Eins der ersten Dinge, die Amis damals angelegt haben. Kenne ich sogar, ja.
Jo, und da sind auch alle Altersklassen vertreten, würde ich auch gerne mal wieder gucken, was ich noch so kann und so, mich da wieder, egal. Wahrscheinlich verletze ich mich ganz übel, lass es dann sein. Ich kenne mich mit gebrochenen Ellbogen aus, wenn du Hilfe brauchst. Ich habe noch nie was gebrochen, also toi, 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 auch damals nicht. Wir haben echt krassen Mist gemacht da mit den Dingern und gerade mit den selbstgebauten, irgendwann hat es die Schrauben mal rausgezogen und da war plötzlich eine Rolle weg während der Fahrt und so. Und da, übel hingelegt, aber nie was gebrochen. Toi, toi, toi. Ja, also Mid-90s, da muss ich einen Disclaimer machen, also wer irgendwie so ein bisschen so eine Leidenschaft fürs Skaten empfindet oder irgendwie mit der Lebensweise in den 90ern, sprich Musik, Technologie, Entertainment, hier, was weiß ich, Nintendo-Sachen oder irgendwas, wer da irgendeinen Bezug hat, für den ist der Film echt gut. Der hat jetzt nicht die, wie ich schon sagte, die irgendeine treibende Story, wo ich sage, oh, das müsst ihr euch angucken, weil da die Entwicklung der Person XY oder so. Der junge Mann entwickelt sich natürlich, weil dadurch, dass er in diese Clique reinkommt, emanzipiert er sich auch mehr von seinem Bruder, lässt sich da nicht mehr so alles sagen und so unterbuttern und so. Aber ich glaube, deswegen guckt man den Film nicht. Aber so in dem Bereich, so Skaten und so, also ich kann nur aus meiner Sicht urteilen, ich habe hier noch gar keine Wertung gegeben im Letterboxd. Ich gebe dem auf jeden Fall eine hohe Wertung. Ich gebe mal 8,5 von 10. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich werde mir den auch auf Blu-ray dann holen und werde dann dieses Gefühl immer noch mal aufleben lassen. Ja, falls die Filmfirma zuhört, ich hätte gerne auch so einen Screen-Link. Ja, ich kann dir ja noch mal anschreiben. Dann. Ich muss den ja jetzt den Beleglink schicken. Und genau. Aber ich glaube, das war so automatisiert. Ich muss dann nochmal, also dieser Link, der da zu mir gekommen ist, ich glaube, da ist überhaupt niemand dahinter, der da irgendwie was liest. Aber ja, ich schreibe die nochmal an. Ansonsten, ich hatte nachgeschaut gehabt, wann der auf Blu-ray rauskommt, weil jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich den schon vorbestellt habe bereits oder irgendwie war der auch relativ nah dran jetzt mit dem Heimkino-Release. Lass mich mal gucken. Mid-90s, hier. Ja, der kommt tatsächlich, den gibt es schon. Kostenlose Lieferung bis Dienstag, 16. April steht hier. Der ist am 12. ist der erschienen. Das heißt, vorbestellt habe ich noch nicht. Ich wollte es aber, das mache ich jetzt gleich mal. Dann kriege ich den am Montag. Ha, cool. Gefällt mir sehr gut. Gibt es da irgendeine schöne Special Edition? Nö, na dann nicht. Bestell ich trotzdem. Hat mir so gut gefallen. So, jetzt kaufen. Klick. Ha. So, na, da, ich glaube viel mehr. Oder hast du noch einen Film gesehen die Woche? Nee. Nee. Diese Woche habe ich nur Schule und Bett gesehen, mehr eigentlich nicht. Ja, sein können. Na, aber werfen wir einen Blick, was so Neues anläuft. Vielleicht ist da irgendwas Cooles dabei. Kinocharts und Neustarts. Bist du bereit, bei Neustarts. Den Charts mitzumachen? Oder? Ja, sehr gerne. Sehr gerne. Platz 10 ist Wir hier in Stuttgart in den Charts. Genau. Platz 9, Hellboy, Call of Darkness. Oh, da höre ich so verheerende Sachen. Der muss so schlecht sein. Also so von den Effekten, von der Story her, alles völlig Banane. Also, boah, schade eigentlich. Platz 8, Die Goldfische. Platz 7, Willkommen im Wunderpark. Platz 6, After Passion. Sie ist ein Good Girl. Übrigens, die Filmfirma, die lässt nichts aus. Ne? Also da werden alle Marketingmaschinerien in Gang geworfen. Ja? Ich weiß nicht, wie oft das bei mir irgendwie reingespielt hat mit irgendeiner Insta-Story und irgendwie Facebook. Und weil denk immer dran, er ist ein Bad Boy. Ja. Platz 5 ist Friedhof der Kuscheltiere. Ja. Platz 4, Captain Marvel. Platz 5, Dumbo. Platz 2, Monsieur Claude Teil 2. Und auf Platz 1 der Kinocharts in Stuttgart ist... Hast du da mal was gehört? Ich habe von niemandem irgendwas gehört. Ist der gut? Nee, bisher noch gar nichts. Ist so ein bisschen komisch. Aber er ist auf Platz 1 hier in den Charts, also von dem her. Ich habe bloß jetzt auf Reddit mal ein Foto gesehen. Da hat jemand die Szene von Venom, wo der in diesem Laden drin ist, wo der sich in Venom verwandelt quasi, wo in diesem Shop... In diesem, wo der Asiate da hinter der Theke steht. Und da ist wohl da gibt es eine Szene bei Shazam, wo der
auch in einem Laden ist, was wohl derselbe Laden sein soll. Also das haben die irgendwie so auseinanderklamüsert. Entweder ist es zufällig derselbe Drehort, ja, wobei das ja zwei unterschiedliche Produktionsfirmen sind, was da ein bisschen wundern soll. Oder wie das da drunter stand, erwartet uns hier etwa ein Crossover. Ja, das glaube ich, kann ich fast ausschließen, oder? Also. Glaube ich auch nicht, aber es war schon sehr bezeichnend, wie akkurat dieser Laden, also die haben dann so hochauflösend irgendwie den Trailer genommen, glaube ich, von Shazam. Ja, aber und da standen also wirklich die Produkte in dem Regal. Die Reihenfolge war die gleiche. Okay, aber es wäre ja also ein Crossover von DC und Marvel. Also, ja, aber es war trotzdem komisch. Vielleicht finde ich es noch raus. Das flog irgendwie da gestern mal rum. Wir sind bei den Neustarts hier irgendwo gelandet, die ich gerade nicht finde. Mach du mal den ersten, bitte. Ich finde meinen Tab nicht. Die Neustarts vom 18.04. Und da überrascht dich so ein bisschen. Da steht nämlich ganz oben Avengers 4 Endgame. Mhm. Ich war der Meinung, der kommt erst am 24. Das war komisch. Jetzt bist du wieder dran. Steht, wenn du draufklickst, steht doch drin 24. Wahrscheinlich, weil der einen Tag vorher anläuft, da ist der ja in die vorhergehende Woche reingerutscht. Ne? Also sagen wir so, diese Woche ab dem 18.04. läuft Avengers 4 Endgame an. Ja, da freuen wir uns mega drauf. Ne? Wir wissen ja schon alle, was passiert, dass Ant-Man sich verkleinert und wie ein Zäpfchen in Thanos hinten rein und dann sich groß macht. Ich denke nicht. Das ist zumindest die allgemeine Meinung, die im Internet vorherrscht, was passieren wird. Ja, ja, ich denke nicht. Aber ja, also Avengers 4 Endgame. Ist ja immer noch ein Disney-Film. Werden wir, denke ich, auch noch hier in dieser Sendung besprechen. Denke ich doch, ja. Gehe ich fest davon aus, ja. Hab mittlerweile schon einige Mails, warte mal, hier WhatsApp von der Luise zum Beispiel, die hat schon geschrieben, hey, wir gehen da, die gehen da gleich in so ein Luxuskino in Berlin, warte mal, wie heißt das, am 24. gehen sie ins 2D-Kino, ins High-End-Luxus-Kino. Wow. Ja. Okay. Ja. Und ich weiß nicht, wann wir gehen. Müssen wir mal gucken, ne? Ist mal auch irgendwie Gloria ja, oder so. Abklären. 2D wäre nicht schlecht da, irgendwie, falls das geht. Ich sag's dir ganz ehrlich, mir ist völlig egal, ob ich keine Filme sehen. Ja. Obwohl das bei Captain Marvel war 3D schon gut. Das haben sie gut hingekriegt, fand ich. War jetzt nicht so, dadurch, dass die auch wieder diese dünnen Brillen jetzt endlich haben, ist auch sehr angenehm. Ne? Je nach Kino. So, James Wan, der ja zum Beispiel auch den ersten Saw-Film gedreht hat, hat jetzt wieder einen neuen, und hier Final Destination, der hat einen neuen Film am Start, der heißt Loronas Fluch. Ist ein Horrorfilm über die südamerikanische Legende von einer Kindsmörderin, die seither als Dämon nach Kindern jagt. Das klingt fies. Sein Bad Girl. Sie ist ein Bad Girl, ja. Dann haben wir noch der Fall Collini, der Verfilmung des Justizromans von Ferdinand von Schirach mit Elias Mbarek, der einen Mordfall übernimmt, der einen Schatten auf die deutsche Nachkriegsgeschichte wirft. Der interessiert mich sogar, der Film. Den hätte ich gern. Durchaus, ja. Und der ist auch relativ gut besetzt. Also Elias Mbarek, Heiner Lauterbach, Alexandra Maria Lara. Das ist schon deutsche, fast schon, ich will nicht sagen deutsche Elite, aber geht in diese Richtung. Ja, also der Regisseur mit, der hat ja Ganz und Gar gemacht und Sommersturm und sowas, der Marco Kreuz-Peintner, der, das ist schon ein guter. Ja, Van Gogh läuft an, den ich ja getippt hatte mit An der Schwelle zur Ewigkeit, der deutsche Zusatztitel. William Dafoe bietet eine Oscar-würdige Performance als von Depressionen geplagter Vincent van Gogh, der in Arles seine ikonischsten Gemälde schafft. Wenn du König wärst, Attack the Block-Regisseur Joe Cornish interpretiert die Arthur-Saga als jugendliches Abenteuer neu, in dem Schüler zu Rittern werden und die Welt retten. Der klingt eigentlich auch ganz cool. Mhm. Ja. Der Trailer war cool. Genau, da hat man den Trailer schon mal geschaut gehabt und sagen wir ganz nett, auch so eine nette, quatschige Verfilmung da, aber ich weiß nicht, ob man das kriegen, ist doch eher, ich glaube, für Kinder oder so. Die Sagenhaften 4 läuft noch an, Kinderfilm, 3D-Animationsfilm, da begibt sich die behütete Katze Marnie auf ein großes Abenteuer, bei dem sie ganz neue Freunde kennenlernt. Deutscher Animationsfilm. Sind ja die Lux Studios beteiligt, ansonsten gucke ich es nicht an. Ich glaube nicht, oder? Nee, ich glaube nicht. Das was ist denn das? Etwas, ja.
Was sind der die nächste? Haben ein bisschen komisch glubschige Augen, die ganzen Tiere, aber okay. Ich gucke gerade den nächsten schon an, da gefällt mir schon das Poster. Ja, das dachte ich mir. Der nächste heißt Mega Time Squad. Im Zeitreise-Thriller stiehlt ein kleinkrimineller Knallkopf ein Amulett, mit dem er in der Zeit reisen und mehrere Versionen von sich selbst herstellen kann. Das ist doch was für mich, aber 100 Pro. Also das klingt ja super. Fehlen eigentlich nur noch Haie, ne? Das klingt ja super, ey. Vor allem der Font, der sieht schon so aus, so wie irgendwie 80er Jahre, was weiß ich hier, die Highschool High oder irgend sowas hier, oder wie ist auch das? Nee, Szene hat der Film übrigens. Prom Night oder so. Wie ist der nochmal? Mega Time Squad. Oh, ist allein schon der Titel. Hey, ja. Aber hier, guck mal, hier steht die perfekte Beschreibung. Man mische die Zeitreisehandlung von Looper mit einer guten Portion Selbstironie und neuseeländischem Witz, 80er Jahre Synthie-Pop und einer actionreichen, schnellen Inszenierung, und als Resultat könnte die Sci-Fi-Trash-Perle Mega Time Squad herauskommen. Oh, ist gekauft, muss ich sehen. Können wir den nicht in der Sneak? Kannst du nicht mal einen Anruf machen, dass wir den morgen in der Sneak haben? Das wäre doch mal ein cooler Sneak-Film, oder? Das wäre cool, ja. Ey. Vor allem auch der Name schon des Regisseurs, Tim Van Damme. Also, wenn der mal irgendwann das N weg, Tim Van Damme, oh, hat er was mit dem zu tun hier da oder so? Oder jemand, der es nicht richtig versteht, was? Das ist der Jean-Claude Van Damme, sehe ich gut aus. Warte mal, ich muss mal den Trailer hier nebenbei gucken. Jetzt hier, mach mal weiter. Achso. Ich bin gerade hier angefixt, ich muss hier Mega Timesquare, jetzt müsste ich mir wieder irgendwo ein Vermerk setzen, dass ich den sehen will, weil jetzt gucke ich wieder so viele andere Sachen und dann vergesse ich wieder, dass da ein guter war, eine Perle, die es zu entdecken gilt. Aika läuft noch an, ein russischer Film, glaube ich, porträtiert die Vergessenen ganz unten am Beispiel einer arbeitslosen Frau und ihrer Odyssee durch die erbarmungslosen Straßen von Moskau. Ja, jetzt kommen nur noch Dokus und... Was haben wir noch? Goliath mit Katja Riemann, genau, und Jasmin, ja. Tabata. Also Goliath 96, Katja Riemann trägt das Drama über eine alleinerziehende Mutter, die über das Internet Kontakt zu ihrem Sohn sucht, der sich aus der Welt zurückgezogen hat. Okay, also ich glaube da... Hilfe wie Drive. Also wenn ich jetzt hier die Wahl hätte, gut, Avengers jetzt mal außen vor, wäre es wahrscheinlich bei mir tatsächlich Platz 1, wenn ich jetzt hier sofort, wäre Mega Time Squad, der würde mich sehr interessieren. Platz 2 wäre der Falcolini. Ja. Ja. Und dann Van Gogh. Ah, da hoffe ich auf die Sneak, ja. Wenn du König wärst. Ja, mal gucken. Jo, mal. Dann gucken wir mal in den Bereich hier News und Trailer und so, was wir da noch so haben. Sneak Preview. No one's ever really gone. Ja, der neue Star Wars Trailer ist da. Oder Teaser ist er eigentlich, ne? Ja, ja, gut, es ist halt ein Trailer. Ich fand es sehr lustig, weil ich erst, glaube ich, letzte Woche mich mit Fabi noch unterhalten habe. Und ich so, hey, da gibt es auch noch keinen neuen Trailer, kann das sein? Also ja, er will es ja eh nicht sehen, aber er hasst ja die Trailer und die verraten so viel, er will sich überraschen lassen. Liebe Grüße an der Stelle. Und jetzt, eine Woche später, kommt er. Ich habe da tatsächlich so ein bisschen Gefühl dafür gehabt. Ah, die hatten den doch angekündigt. Ich wusste das seit 2 Wochen, dass der da kommt, ja. Der war angekündigt, ja. Da ist irgendwie diese Convention da in irgendwo da, und da wird der neue Trailer vorgestellt. Ich wiederhole, die letzten 2 Wochen bei mir waren eigentlich Schule und Schlafen. Ach so, okay. Ja. Ja, sag was zum Trailer. Extrem cool fand ich den. Also verrät, ist ja eigentlich, er verrät nichts, also fast nichts. Er gibt so ein bisschen so ein Häppchen, weißt du, so ein bisschen was so zum Kauen, aber jetzt nicht so das Riesending, wo man sagt, boah, wie es damals war, wie das hier, warte. Chewie, wir sind zu Hause. das war ja, das habe ich ja so gefeiert damals, aber sowas macht er ja nicht, sondern er zeigt dann eher so die Stimmung und zeigt das auf was hinausläuft. Ich glaube, den könntest du gerade Fabi gucken. Das ist, oder? Nein, macht er nicht. Er will nicht, ja, aber er könnte, sagen wir so. Er könnte ihn gucken, weil es eigentlich jetzt nichts... Also irgendjemand, wahrscheinlich Jar Jar Binks, jetzt etwas gealtert, kommt zurück hier. Das ist dann hier dieses... Ja, also halten wir uns doch einfach mal an die Fakten. Halten wir uns doch einfach an die Fakten. Ray rennt vor einem... Was ist es? TIE Fighter weg? Sie rennt ja nicht weg, sie wartet ja auf ihn eigentlich. Ja, sie war, also dann rennt sie vor ihm hin, und dann frage ich mich ganz ehrlich, wer auch immer den TIE Fighter fliegt, warum schießt er nicht einfach?
Jetzt mal ganz im ohne Scheiß. Also, wenn vor mir die Person rennt, die ich weghaben möchte, ich fliege die doch nicht über den Haufen, dann klebt die mir noch an der Windschutzscheibe. Ja, ich habe Laserkanonen, ich baller auf die drauf. Kannst du dich erinnern? Hattest du damals auf dem Amiga das Spiel Star Wars? Wo du ich hatte keinen Amiga. Okay. Also es gab so ein Spiel auf dem Amiga, hatte ich das, oder war das noch C64? Könnte auch C64 gewesen sein, Star Wars. Hatte ich auch keinen. Und da musstest du den Anflug auf den Todesstern machen und musstest quasi genau in diese Lüftungsschachtöffnung reinschießen im richtigen Moment. Ja. Und das war natürlich damals ohne Maus. Ja, genau, es muss C64 gewesen sein, okay. mit einem Joystick musstest du dieses Fadenkreuz, was wild auf dem Bildschirm irgendwo, musstest du da hinlenken. Das war immer random irgendwo an einem Punkt und musstest dann ganz schnell auf diesen Punkt lenken, was mit dem digitalen Joystick gar nicht so einfach war. Und deswegen könnte ich mir denken, das war schon größer, diese Lüftungsschachtöffnung, als da diese einzelne Person, die da irgendwo steht, wenn du da mit fast mit einer riesigen Geschwindigkeit angeflogen kommst. Ich glaube, die einzelne Person ist schwer zu treffen. und wahrscheinlich wirst du die auch nicht aus größerer Distanz überhaupt sehen. Darf ich da dann an Episode 8 erinnern, als aus voller Röhre und voller Möhre auf Luke Skywalker geschossen wird? Der sich einfach nur den Staub von der Schulter wischt. Die haben doch nur aber mal gestanden. Kurz so als Erinnerung. Die haben doch aber gestanden. Die haben doch mit diesen großen Dingern da, mit diesen großen Laufeinheiten auf den geschossen. Ja, super. Trotzdem. Aber das sage ich ehrlich, das ist ein Punkt, der mich einfach gestört hat jetzt gerade. Ich glaube, es ist nachvollziehbar. Ich glaube, der TIE Fighter-Pilot wusste gar nicht, dass sie da ist. Ach, natürlich. Ach, hör doch auf. Also so Blödsinn. Und sie hat ihr Laserschwert aktiviert. Hallo, ja. Wenn du da fliegst und hast plötzlich einen blauen aber Dinger. Kannst halt hör doch nicht. Auf. Oder es ist halt dieses typisch, das ist ja auch, schwingt ja auch bei Star Wars mit so diese Ritterlichkeit. Deswegen gibt es ja auch diese Laserschwerter, was ja, eben diese... Das ist eben diese Ritterlichkeit, dass du eben jemanden, der sein Schwert gezogen hast, schießt du nicht über den Haufen, sondern begegnest ihm im Schwertkampf. Oh Gott, ich wäre so ein schlechter Ritter, weil es mir doch scheißegal, wenn mein Gegner da steht und ich kann den wegmachen, dann hau ich den um, egal wie. Ja, ich könnte mir halt denken, dass das vielleicht... Was soll er machen? Mich beim Heiligen Jedi-Rat anzeigen? Oh, der hat aber geschossen. Oh, 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 oh. Na, das ist vielleicht schon so ein Thema mit ein bisschen Ritterlichkeit und... Ach. Das schwingt ja damit. Also das finde ich, ich bleibe dabei, ich finde das albern. Einfach wegballern und gut ist und dann hat sich das schon erledigt. So. Oder? Jetzt kommst du. Es ist jemand, der quasi einen inneren Kampf mit sich führt, ob er sie nun umbringt oder nicht. Ja, Kylo Ren. Hat quasi den Finger schon auf dem Abzug die ganze Zeit und schießt dann halt doch nicht. Weißt du? Es wird ziemlich sicher Kylo Ren sein, weil man sieht ja auch die Hände. Und oh, hallo, Robin ist wieder da. Deswegen, ich denke, dass es Kylo Ren ist. Und ja, dieser innere Kampf und alles und bliblablub, gebe ich dir ja recht. Trotzdem, einfach wegballern und gut ist. Ja. Also. Ganz einfach. Ich weiß nicht, was mein Hund für ein Problem hat, ist mir jetzt wurscht. Naja, er beruhigt sich auch wieder. Keiner reagiert, ist halt so. Ja, also. Ich habe. Ja, ich finde es schön, dass Lando wieder da ist. Im Original. Und im Falken hockt. Weiß nicht, das habe ich jetzt nicht. Ich habe es natürlich gesehen, dass es so ist, aber da habe ich jetzt keine großartige emotionale Bindung zu. Nee, weiß nicht. Was ich auch interessant fand an sich, es gibt bei YouTube ja jetzt offensichtlich die Möglichkeit, auch so ein, ich weiß nicht, welches Format das jetzt genau ist, ich glaube es ist 21:9, also der auf Star Wars, auf dem Original Star Wars veröffentlichten Trailer, der hat ein anderes Format. Also der ist nicht so 16:9 wie diese typischen YouTube-Trailer-Formate, sondern ist sehr breit, genau wie das gibt es auch von so einem Stuttgarter Rapper auch so ein Video, der hat das auch, dieses Breitformat genutzt. Ich glaube, da kann man irgendwas machen, damit man das machen kann, irgendwie. Ich muss mal gucken. Kann man irgendwas machen, damit man das machen kann. Ja, ich habe lange nichts hochgeladen. Entweder man muss da irgendwie ein spezieller Account sein, damit man solche Breitband-Sachen hochladen kann. Oder es kann jeder. Muss ich mal gucken. Weil das sieht natürlich richtig gut aus. Ich glaube, das ist so fast so IMAX-Format irgendwie. Ich lasse es bei mir gerade nochmal ohne Ton laufen. Okay. Ja, scheint... Deswegen bist du so abgelenkt, ich sehe schon. Scheint Kylo Ren zu sein. So, jetzt rennt sie weg.
Und dann macht sie den Matrix. Jetzt rennt sie weg. Ja. Dann macht sie den Matrix. This December. Ja. Naja, also es waren ja eigentlich nur so ein paar richtig coole Szenen auch dabei, ne? Dann definitiv, das beschreitet ja keiner. Also. Wer war das eigentlich hier im Hintergrund? Deswegen so, aber. Jetzt muss ich mal kurz stoppen hier, wer das war. Wo die da auf dem Berg stehen. Wer ist denn das da im Hintergrund? Ach, das ist Han Solo. Der neue Han Solo, oder? Wo? Bei 1 Minute 19. 1 Minute 19? Wenn Sie mal bitte dahin spulen würden, Herr Bendel. Ja, ich spule gerade mal hin. Bei, tatsächlich hier diesen Trailer auseinander. Bei 1.19. Da sieht man, da ist so ein brauner, ah, so ein Berg. Ah. Der neue Han Solo. Was? Ja, was denn? Ach, oh Mann, ich habe gedacht, hier, der, wo Solo gespielt hat. Nee, im Hintergrund, der da oben auf dem Berg ja, steht. Ja, du meinst Poe Dameron. Ja? Ja, genau. Oscar Isaac, Poe Dameron. Ja. Ja, so. Ist doch klar, dass der da ist, hallo? Ja, ja. Aber hier schon im Trailer zu sehen, meine ich. Ja. Ja, natürlich, die sind alle im Trailer zu sehen. Fan ist doch auch zu sehen, also. Oh, Carrie Fisher ist auch zu sehen. Aber wenn du mal guckst hier bei, hier, ab 1.28 siehst du so eine Jagd, das scheint derselbe Planet zu sein. Und da ist sogar diese, ich glaube, das ist die Rennstrecke, die abgesteckt ist von Episode 1. Kann das sein? Das kann sein, und, ja. Und es sieht aus wie dieselbe Umgebung wie in der Anfangsszene, dass da vielleicht dann nur der andere übrig bleibt von dieser Jagd da durch dieses Gebiet. Weißt du? Hm. Kann sein. Ja, wir werden sehen. Das sind alles nur Vermutungen. Du hast aber C-3PO hast du auch erkannt, oder? Wann jetzt? An welcher Stelle? Ich habe mal irgendwo gesehen. Bei 1.30 ist C-3PO zu sehen. Ach so, auf diesem Schiff, ja, wo die da alle ja drauf sind, ja. Genau, also C-3PO ist da und ich bin gespannt, wie gesagt. Weißt du, was cool wäre, wenn sie am Schluss alle zu Staub zerfallen? So, oh, was ist denn jetzt los? Ey? Moment mal. Das wäre mal ein Crossover des Todes, ey, meine Güte. Und das andere, was da bei 1.43, das ist ein Teil von einem Todesstern, oder? Das ist der Todesstern, ja, der abgestürzte. Deswegen hörst du ja auch Palpatine wahrscheinlich. Ja. Naja, cool. Das ist schon, puh. Also, ich bin gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Auch, weil meine erste Dingsen war ja, er heißt ja The Rise of Skywalker. Und es soll ja dann wirklich auch die Skywalker-Saga abschließen. Das heißt, irgendwas wird es mit Skywalkers nochmal zu tun haben. Also, Mark Hamill ist ja bestätigt als Luke Skywalker nochmal. Es sind so viele noch. General Hux ist bestätigt, was mich ein bisschen gewundert hat, aber ja. Ja, wie gesagt, wir werden sehen. Also auf jeden Fall echt gut. Da hat mich sehr ich habe mir auch gleich bei uns im Kinocast in der Facebook-Gruppe gepostet, dann den Trailer, als er dann mit kam. Mit R2D2, mit C3PO, mit BB-8, die sind alle dabei. Alle dabei. Und es gibt ja dieses, was J.J. Abrams gesagt hat, J.J. Abrams gesagt hat, er hat es sicher mit George Lucas getroffen im Vorfeld. Die haben ja darüber gesprochen, über den Film. Mhm. Deswegen ist wahrscheinlich auch Palpatine wieder da. Wahrscheinlich. Weil George Lucas das wollte, meinst du? Ja, weil George Lucas einfach gute Ideen reingebracht hat. Mhm. Na, mal gucken. Also J.J. Abrams traue ich auf jeden Fall viel zu. Also dass der hat ja auch wirklich ein feines Händchen für das, was den Fans auch gefällt, was die sehen wollen. Und da werden so viele coole Szenen drin sein, wo du wieder im Kino sitzt, so, ach, wieder, was weiß ich, wo als R2-D2 aufgetaucht ist oder eben wie das hier damals von Erwachender macht. Chewie, wir sind zu Hause. Ja, und ja, das wird wieder richtig gut. Also da freue ich mich schon sehr drauf. Da würde ich sogar eine Mitternachtspremiere wieder machen, da bei dem, ja, aber nicht bei einem 3-Stunden-Avengers-Film. Das ist mir dann echt zu viel, da kriege ich dann... Ich sehe mich schon alleine da drin hocken, weil ich als einziger Ferien habe. Meinst du? Da. Ja, also von uns auf jeden Fall. Achso, von uns, ja. Du hast keine Ferien, oder? Hast du Ferien? Nee, lass mich mal überlegen. Nein. Ferien habe ich schon. Am Freitag war wieder Tag der richtigen Berufswahl. Also. Naja.
Habe ich erwähnt, dass ich Ferien habe? Entschuldigung, ich sage das so gerne. Ferien. Aber nur 2 Wochen. Tja. Naja, sind das Zwangsferien, weil da irgendwie die Polizei... Egal. Nein, bei uns hat nichts mit der Polizei. Ach so, okay. Na gut, Sehungsrat, weil ich gerade bei IMDb war und habe gerade gesehen, dass übrigens, dort... Übrigens, Entschuldigung, Erik, wenn ich nochmal reingrätsche. Aber ich habe es gerade hier offen. Dienstag, 23.04., 21 Uhr. 23.04., das ist ja quasi 23.04. im Gloria. Es gibt noch vereinzelte Plätze. Nee. Nee, 21 Uhr. Dienstag, 23. Ich habe jetzt, meinen Arbeitsterminplan nicht im Kopf. Ob ich Gloria 2, also das wird auch in Atmos dann sein. Das wäre ja bis 0 Uhr. Sprechen wir morgen mal drüber, ja? Ich reserviere einfach mal. Bis morgen habe ich geguckt, dann ob es passt. Ja. Okay. Was ich gerade geguckt hatte, Shazam ist in den USA auf Platz 1. Und ich habe gerade mal geguckt, wie es da mit dem Einspielergebnis so aussieht. Also gekostet hat der Film 100 Millionen und hat jetzt schon 200 Millionen eingespielt. Schon gut, finde ich. Also scheint doch was dran zu sein. Weil wir hatten ja vorhin gerade überlegt, ob der gut ist oder nicht. Also scheint zumindest ganz gut zu laufen. Hat letztes Wochenende allein schon 50 Millionen eingespielt in den USA. Also zumindest da. Obwohl, es wird sich dann zeigen, wieso das zweite Wochenende ob er da durchziehen kann, weil das ist ja nachher der Effekt, wenn die Leute aus dem Kino rauskommen und jemanden den Film empfehlen, sagen, hey, den musst du sehen, der ist gut, und das ist dann so die zweite Welle. Wenn er die zweite Welle schafft, dann passt. Ja? Ja. Oder? Okay. Ja. Ja. Aber es gibt ja nicht nur Kino auf der Welt. Es gibt ja auch gute Serien mittlerweile. Serien. Ich habe eine Serie geschaut, die gibt's auf Amazon Prime. Die heißt Loudermilk. Und schon mal davon gehört irgendwie? Nein. Glaube ich auch nicht, weil ich hatte vorher auch noch nie was davon gehört. Loudermilk ist eine Komödienserie von Peter Farrelly. Der steckt hinter dem Ganzen. Der ja auch schon zum Beispiel jetzt aktuell für Green Book Green Book im Kino hatte, Oscar-Kandidat und auch einige Komödiensachen gemacht hatte. Ich glaube, Verrückt nach Mary ist auch auf Basis von seinem, oder Dumm und Dümmer oder so. Hier ist allerdings etwas feinerer Humor, würde ich mal sagen. Es geht um Sam Loudermilk, gespielt von Ron Livingston. Und der hat der betreut eine Selbsthilfegruppe für Alkoholiker und Drogenkranke, kann man so sagen. In so einer Kirche, wo die da immer hingehen. Und der selber hat aber so eine ganz abgefahrene, krasse Art. Also wenn man zum Beispiel High Fidelity kennt, ungefähr so die Rolle von John Cusack, so die Art, weißt du, der hat so einige Päckchen zu tragen, einige Beziehungsprobleme in der Vergangenheit gehabt und ist irgendwie so völlig, du kennst High Fidelity, oder? Ja. Den Film. Ja. Also so von der Art her ist der, was mir sehr, sehr gut gefallen hatte. Und der nimmt das teilweise auch, wenn jemand in der Selbsthilfegruppe da irgendwelches Zeug erzählt, so, dann haut der manchmal irgendwelche krassen Kommentare dazu raus oder nimmt die wirklich so voll Volley zurück, ne? Und da passieren so überraschende Sachen. Und er lebt zusammen mit Will Sasso, ist auch ein Comedian, der war zum Beispiel auch in dieser kanadischen Comedy-Truppe dabei, wo wir auch in der Sneak einen Film hatten. Hier, weißt du, was ich meine, wo die dann in Kanada, wo da so ein Teil ausgemeindet werden soll und so, Super Troopers 2 oder so, oder 1. Genau. Und der hat auch in einigen anderen Filmen und Serien mitgespielt, der hat eigentlich immer so ziemlich lustige Sidekick-Nebenrollen, hat mir sehr, sehr gut gefallen, und neben ihm zu Hause zieht eine neue Frau ein im Apartment 2C, was natürlich im Englischen gut funktioniert mit to see. Ja. Und er wohnt im Apartment 2B, to be. Und da ergeben sich dann immer coole Wortspiele im Englischen, to be or not to be or to see und so. Und er gräbt auch mal an der Frau rum. Und wir erfahren dann so nach und nach im Laufe der Staffel, ja, passieren halt so wirklich so irrwitzige Sachen. Zum Beispiel bekommt er in der ersten Folge den Auftrag von dem Pfarrer, der den immer die Räumlichkeiten bereitstellt in dieser lokalen Kirche, bekommt er den Auftrag, er soll sich mal
um die Tochter von einer aus der Gemeinde kümmern, weil die ist so ein bisschen abgerutscht. Ja, die ist mit so einem Typen zusammen und ist so ein bisschen im Drogenmilieu abgestürzt und er soll mal mit der reden und so versuchen, die da rauszukriegen. Und er nun mit seiner direkten Art so macht alles nur noch schlimmer und dann kommt das wie so ein Bumerang auch zurück. Und man kann eigentlich die Serie kaum beschreiben, weil so richtig so einen stringenten Faden hat es nicht, weil das sind sehr viele Episoden, die aber schon ein bisschen zusammenhängen, dadurch, dass die Nebenfiguren auch so, dass immer vorwärts geht, wie zum Beispiel mit seiner Nachbarin und eben mit dieser Frau, die er da retten soll, und mit seinen Leuten, die er da in der Selbsthilfegruppe hat. Irgendwann tritt auch noch sein Vater mit auf den Plan, den er schon ewig nicht gesehen hat. Der ist auch irgendwie ziemlich krass drauf. Und einfach mal reingucken. Ich glaube, wenn einem das gefällt, dann wird es einem schon relativ früh in der ersten Folge irgendwie catchen. Da braucht man nicht viel Vorlaufzeit. Es gibt mittlerweile 2 Staffeln. Bei Amazon ist die erste kostenlos verfügbar. Für die zweite muss man was bezahlen. Die habe ich jetzt noch nicht geguckt. Werde ich auch wahrscheinlich mir mal kaufen, weil gefällt mir sehr, sehr gut. Und die dritte wird bald ausgestrahlt. Also es läuft auch weiter. Es ist ein ziemlicher Erfolg, die Serie. Wer so ein bisschen auf diesen krassen Humor steht. Und, ach ja, genau, er war früher mal in der Musikszene aktiv, hat auch so Bücher geschrieben wie 500 Songs, zu denen du dir das Leben nehmen kannst und solche Geschichten. Also er ist wirklich so völlig abgestürzter Typ, hat irgendwelche Bands begleitet und so. Das passt halt alles auch so zu diesem High-Fidelity-Thema zusammen, weil das war ja auch sehr viel mit Musik und hat es natürlich hier auch viel mit Musik zu tun. Zum Beispiel, da kauft er für seine Nachbarin irgendeine spezielle Schallplatte, wo er sagt, oh, das ist eine gute, die kannst du hören. Und kauft gleich noch einen Schallplattenspieler mit dazu, weil er nicht weiß, ob die einen hat, und schenkt ihr das. Und als er irgendwann mal bei ihr ist, sieht er die Platte, die er ihr geschenkt hat, die ist irgendwo unter ferner Liefen, und sie hat sich wirklich nur Scheißplatten noch dazu gekauft. Irgendwie Best of Glee und solche Scherze. Also wirklich, ich kann nur empfehlen, wem so diese Nick Hornby-Sachen, wem das gefällt, so die Art her. Wir hatten ja auch letztens den einen Film Juliet Naked in der Sneak Preview, wo eben der Typ aus IT-Crowd so ein bisschen die Rolle spielt. So dieser Musik-Nerd, der so nicht so richtig so mit Sozialkontakten so ein bisschen immer ein bisschen Probleme hat und aber irgendwie seinen Weg findet. Also wem das gefällt, der muss hier unbedingt mal reingucken. Das ist wirklich eine kleine Perle, bei Amazon Prime verfügbar, die erste Staffel. Wie gesagt, 3 Staffeln gibt es mittlerweile schon. Die Serie heißt Loudermilk, also wie laut, das ist halt der Name von dem Laut und dann der Milk. Ich werde es mal mit verlinken. Sehr gut. Coole Serie. Ich muss ganz kurz zurückrudern, ich habe einen Fehler gemacht. Ja, um 21 Uhr läuft Infinity War, nicht Endgame. Nimm alles zurück. Und dann 0 Uhr läuft dann wahrscheinlich. 0 Uhr 1 läuft dann. Ja, okay, dann nicht. Nee, 0 Uhr ist mir echt zu spät, dann bis um 3. Nee, 0 Uhr muss es sein, aber vielleicht dann am Donnerstag um 20.30 Uhr da läuft. Mittwoch 20.30 Uhr. Das klingt schon so. Da läuft das, soweit ich weiß, im Gloria 1. Da gucke ich dann mal, dass wir, wenn wir morgen in der Stadt sind, dass ich da mal verhandle, dass wir da noch Karten reservieren können. Das klingt super, das sounds like a plan. Ja. Das klingt gut. I did not. Oh, hi, Mark. Oh, hi, Mark. I did not. Ja. Dann begeben wir uns doch mal in den Gaming-Bereich, der heute mal wieder vorhanden ist. Games. Du hast ein Spiel entdeckt. Ist das das, was immer in der Fernsehwerbung kommt hier? Nein. Oh, baue dein Imperium auf. Oder so. Nein. Es ist ein Spiel, das gibt es schon seit 20. Oktober 2015. Da kam es bei Steam raus. Alter. Und ich habe das schon eine ganze Weile, weil ich mal gesagt habe, oh mein Gott, wenn ich mal Zeit habe, möchte ich das zocken. Und ich hatte jetzt tatsächlich am Samstag Vormittag. Du hast ja Ferien, ne? Habe ich gehört. Habe ich erwähnt, dass ich Ferien habe. Hatte ich dann wirklich mal auch Zeit und Nerven, da kurz reinzuklicken. Und was soll ich sagen? Und raus geworden sind ja wirklich ein paar Stunden Spielspaß. Es geht um Empire TV, TV Tycoon Simulator. Das klingt jetzt erstmal so, aha. Und ist auch wirklich so, aha. Weil, wer sich erinnert, es gab ganz, ganz, ganz viel früher ein Computerspiel mit dem schönen Namen Mad TV. Schon mal gehört? Ja, natürlich, habe ich auch gespielt. Ja. Also es gibt Mad TV, also das Computerspiel Mad TV,
hab gerade, das ist von 1991, mal zurück überlegen. Und es ist quasi der Nachfolger von Mad TV. Es ist vom Echt? Stil her, vom Aussehen her eigentlich 1:1 das gleiche. nur ein bisschen moderner vielleicht gemacht und trotzdem so schön mit Pixelgrafiken. Es ist einfach herrlich. Es ist so herrlich bescheuert. mit hier Fernsehen machen, da Programm auswählen, die passende Werbung kaufen, gucken, wer hockt vorm Fernseher. Und ja, bei mir hat es einfach für Mad TV, weil ich das damals wirklich als Jugendlicher, als Kind gesuchtet habe, weil ich das unglaublich ich auch. Witzig fand. Ich auch. Ja, Mad TV, allein mit diesem Turm. Also es gibt den Turm wieder, es gibt alles Mögliche wieder. Ich sehe es hier gerade, da läuft so ein animiertes Ding durch hier bei Steam. Sieht echt genauso aus. Ja, es ist auch wirklich, es cool. Spielt nur halt moderner. Und dann gibt es noch so herrliche Fan-Updates dafür, wo du dann hier wirklich richtige Namen von Serien und so dir reinladen kannst. Es ist herrlich. Also man kann, es ist wirklich überschaubar. Es gibt einen schönen Card-Mode, wo du halt wirklich arcade-technisch da runterspielen kannst. Es geht immer darum, mehr Einschaltquote als die anderen zu haben. Natürlich um Geld verdienen und alles. Dann seinen Sender auszubauen und blablabla. Filme kaufen, verkaufen, selber produzieren, aber halt alles so nicht so tiefgründig, sondern einfach herrlich, einfach richtig, richtig bescheuert teilweise. Und wenn man dann noch auch schaut, was da alles geboten ist in dem Spiel, was für Sidekicks drin sind. Also zum Beispiel unten in der Filmbibliothek, in der Library, wo man Filme kauft, da sitzt Walter White drin. Oder eine Figur, die aussieht wie Walter White. Wenn man nach draußen geht, kann man indizierte Filme kaufen und Sexfilmchen kaufen. Bei Silent Bob. Sehr du cool. Siehst schon, in welche Richtung das geht. Im vierten Stockwerk kann man sein Gebäude verbessern oder seine Studios verbessern bei Dr. Emmett Brown. Und nebendran steht ein Roboter, der aussieht wie Nummer 5. Im Hintergrund ist der Nakatomi Tower zu sehen. Also es ist herrlich. Von den Anspielungen her ist es einfach nur herrlich und so richtig, richtig schön. Für alle, die das in den 90er Jahren auch gesuchtet haben, ist es eigentlich schon fast ein Muss. Es kostet gerade 10 Euro. Ich glaube, ich habe es günstiger bekommen, weil es mal im Sale war. Wenn man es günstiger kriegt, dann sollte man das auf jeden Fall sich mal holen, weil, wie gesagt, es macht so unglaublich Laune und wenn man mal drin ist und weiß, wie es funktioniert und was man machen muss, dann ja, dann sind es ein paar Klicks und das ist so wirklich, die Zeit vergeht nebenher, man kriegt gar nicht so arg viel mit. Man kann seine Shows, seine Filme, die man macht, selber benennen. Also bei mir gibt es dann immer ganz komische Serien, ist ja klar. Einfach cool. Es macht einfach Spaß, wenn man mal wirklich drin ist und es hat so viele Erinnerungen bei mir geweckt. Einfach toll. Sieht cool Empire aus. Empire TV. Ja. Ich kann es echt nur empfehlen. Definitiv, ja. Es fehlt nur noch Wet, das sexy Empire mit Luna. Ja! und Bing, das Krankenhaus. Bing, ja, Bing, genau. Theme Hospital gibt es ja jetzt neu, ne? Hast du gesehen? Gab's ja, aber früher? Das ist nicht wie Bing. Nee, aber Theme Hospital, die hatten jetzt vor ein paar Wochen mal ein freies, kostenloses Wochenende. Da habe ich das mal gespielt, hat echt Spaß gemacht. Ja, war schon kurz. Ja, aber Sex, Intrigen und Skalpelle, sage ich nur. Ja, da gab es schon echt coole Sachen. Weiß gar nicht. Was gab es noch damals? Oil Imperium habe ich auch viel. Oil Imperium, ja. Ja, wie gesagt, es gibt Ports of Call. Ports of Call, die Schiffs von Port, ja, aber da gibt es ja auch einen coolen Nachfolger. Den haben Manfred Trenz oder so war das, glaube ich. Ja, der Nachfolger da ist. Ah, Schande, wie heißt der? Moment, ich kann es dir gleich sagen. Da gibt es einen, der heißt. Es gab ja auch von Ports of Call eine neue Version, glaube ich. Die habe ich mir auch mal gekauft. Das war so. Ja, aber ich habe die auf Steam nämlich auch, den Nachfolger, weil das habe ich auch schon gesucht. Ports of Call XXL gibt es hier. Nein, warte. Warte. Gib mir kurz. Download kann man sogar kostenlos. Das ist sehr schön, dass man das kostenlos runterladen kann. Nee, offiziell. Unter portsofcall.de. Ja, das ist auch sehr schön. Da. Es gibt trotzdem ein besseres. Warte. Und das kann ich, wenn du das magst, Transocean 2. Transocean ist schon der Nachfolger und Transocean 2 Rivals. Das ist echt cool. Transocean 2. Mal gucken. Ja, sieht cool aus.
sehe ich hier gerade. Ja, das geht halt auch wirklich ganz genau in diese Ports-Richtung. Hm, was kostet das? 24,99. Nee, Transocean 2 Rivals. Ist das das? Transocean, ja, das 2 Doppelpunkt Rivals. Ja. Ja? Ja, ah, 24,99. Da. Ja, ja, ist mal vielleicht gerade zu teuer. Also. Ja, mal gucken. Vielleicht wird es mal günstiger. Kannst du es ja auf deine Liste setzen. Da geht es ja. Bei Steam, ja, geht da, das. Da geht das. Genau, da habe ich nämlich tatsächlich die gute Überleitung. Ich bedanke mich da. Da lernt man halt die, oder das merkt man halt die Moderatorenschule bei dir. Ja. Ich habe tatsächlich, ich habe vor zwei Jahren war es, glaube ich, jetzt müsste ich mal in unseren eigenen YouTube-Channel von meiner Tochter mal reingucken, haben wir auf der Gamescom ein Video gesehen, das haben die auf einer, da hatten die ja so diese Stages, diese Bühnen, wo manchmal irgendwelche YouTuber oder irgendwie bekannte Internet-Sternchen, die ich alle nicht kenne, auf die Bühne geholt wurden. Und da wollte meine Tochter damals mal da bleiben, weil da war Concrafter und SK, also Concrafter ist ein sehr bekannter Minecraft-Cosplayer. Und die waren da auf der Bühne und das wollte sie gern sehen. Und da bin ich mit ihr zusammen in die erste Reihe. Ich war der Größte von allen, obwohl das war mein Erlebnis. Ich mit meinen 1,76 war mal der Größte. Um mich rum nur irgendwelche Kids. Und na jedenfalls, die haben dann aber auf der Bühne, bevor das losging mit Concrafter, haben die so ein paar Leute geholt, die durften dann mal so ein Spiel spielen. Und das war damals Tiny Tanks. Da hatten die einen Entwickler da. Und der hat es vorgestellt gehabt und das war damals irgend so eine irgendwas, Alpha, irgendwie, keine Ahnung. Und es lief aber gut und sah gut aus. Spielprinzip ist ganz einfach. Warte mal, ich kopiere es mal hier mit ins Dokument rein. Dann kannst du dir da vielleicht mal das auf Steam angucken hier. Spielprinzip ist ganz einfach. Multiplayer, kleine Panzer, die sich gegenseitig beschießen. Wie früher bei... Da gab es so ein Spiel, wo einer eine Kanone links und einer eine Kanone rechts hatte und du musstest dann so die Höhe einstellen. So ungefähr ist es auch, bloß dass du halt hier noch rumfahren kannst und dann findest du halt Extras. Die Umgebung, die meistens farblich irgendwie klar gemacht ist, wie zum Beispiel so rote Sachen, die kannst du komplett zerschießen. Das heißt, da bleiben dann auch so Blöcke liegen. Du kannst Minen legen, kannst Waffen finden. Das Ganze spielt sich auf so einer kleinen Plattform ab und wer da runterfällt, ist halt tot. Ne? Und das Ganze, wirklich ganz simples Spiel. Und das sah so geil aus, wollte ich damals kaufen. Stand da, geht nicht. Ist nicht kaufbar. Also da gab es bei Steam den Button nicht. Konnte noch nicht mal irgendeine Alpha oder irgendwas, nichts. Und da habe ich dann irgendwie das auf meine Wunschliste. Und jetzt diese Woche, am Mittwoch oder so, kriege ich eine Mail. Ja, irgendwie... Ja, das ist jetzt verfügbar. Ich sofort klick. Sofort gekauft. Kostet 8,99. Ist jetzt Early Access. Kostet aktuell 8,99. Und ey, ich habe schon so viel Spaß gehabt mit dem Ding. Das glaubt man gar nicht. Also als ich es in dem Moment, wo ich es gekauft habe, ich war, glaube ich, einer der Ersten. Ich habe wahrscheinlich, wenn es da eine Seriennummer gibt, irgendwie 0001 oder irgend sowas. Keine Ahnung. Da war noch keiner online. mittlerweile sind da einige Leute online. Und das ist jetzt nicht irgendwie Pay to Win, dass man da irgendwelche Scheiße kaufen kann und irgendwas. Nein, das ist alles wirklich so eine Art wie, ja, weiß nicht, wie Rocket League, aber halt nicht mit Fußball, sondern mit kleinen Panzern. Und wenn man sich einmal so in die Steuerung reingefunden hat, man kann da so ein bisschen hüpfen, so von über solche kleine Abgründe hinweg hüpfen. Und es macht einfach total Laune jetzt. Ja, ist 8,99, ey, für so ein Multiplayer, was so einen Spaß macht. Ich weiß nicht, wenn dann, jetzt momentan ist ja, wie gesagt, Early Access, wenn es dann wirklich richtig losgeht, ich weiß nicht, was es dann kostet, ne? Aber zuschlagen, 8,99, Multiplayer, kleiner Panzer. Klingt gut, ja, es klingt sieht ein bisschen abgefahren aus. Es hat so einen Spaß, macht das. Ja, also genau, und die Sounds, da ist zum Beispiel die Sounds, wenn der so schießt, boom, das ist so ein bisschen wie bei Tron damals im ersten Film, wenn der Panzer da geschossen hat und die Panzer sehen auch so ein bisschen so ähnlich aus wie damals bei Tron. Ja, große Laune, Tiny Tanks, obwohl so klein, großer Spaß. Falls die Firma meinen Claim verwenden will, ja, wenigstens Credits geben, ja. Okay, ansonsten sind wir soweit durch. Also es waren ja hier viele Game-Tipps jetzt für die Ferienzeit, wer Ferien hat. Ja, also ich habe ja Ferien. Ansonsten, hast du eigentlich Ferien jetzt? Ich weiß gar nicht. Ja, ich habe ich das schon einmal erwähnt, ich habe Ferien. Das ist ja cool, Mensch. Ja, ich weiß nicht, wie es bei euch so da draußen ist, aber ich habe halt erst mal 2 Wochen Ferien. Also. Und gucken in der letzten Folge, ob wir da irgendwelche Kommentare hatten. Briefkasten.
Der Nikolas hatte was geschrieben, nämlich der Zweite Weltkrieg endete am 2. September 1945 mit der Kapitulation Japans. Damit ist es schon korrekt, dass man sich 6 Monate nach Kriegsende im Jahr 1946 befindet. Ja, okay. Ja, hatte ich aber ehrlich gesagt auch nicht mehr auf dem Schirm mit diesem 2. September. Für mich war es irgendwie der 8. Mai, die Kapitulation Deutschlands. Das natürlich da auf der Rückseite der Welt auch noch irgendwo Waffen gesprochen haben. Ja, das war mir in dem Moment auch nicht mehr so. Also ich sag mal so, in Europa war halt der Krieg dann zu Ende gefühlt. Ja. Wobei, ja. Ja, okay, man, ja. Ich überlege gerade September, weil es wurde kurz drauf dort auch schon Weihnachten gefeiert, deswegen. Aber okay. Naja. Aber wahrscheinlich gibt es da auf irgendwelchen Pazifikinseln sitzen wahrscheinlich immer noch irgendwelche Nachfahren von den Japanern, die dann irgendwie, die immer noch drauf warten, dass da irgendwie die Amis da einmarschieren oder so, die irgendwie gar nicht mitbekommen haben, dass es vorbei ist da. Das war ja dieses Inselhopping wie bei Thin Red Line in dem Film. Da. Tja, ja. Der Martin hat auch noch geschrieben, Werk ohne Autor ist zwar sehr lang, aber hat es durch seine packende und interessante Art dennoch geschafft, mich die ganze Zeit unterhalten, obwohl ich mit Kunstgeschichte überhaupt nichts am Hut habe. Das geht mir ähnlich, also Kunstgeschichte so in dem Sinne, ich habe da so ein bisschen gesundes Allgemeinwissen, was so Thema Kunst angeht, aber jetzt so, aber darum ging es auch, glaube ich, nicht in dem Film so sehr. Das wurde zwar mal so ein bisschen, gerade wo er dann in Düsseldorf ist, wurde das so ein bisschen thematisiert, aber darum ging es ja eigentlich nicht. Es ging ja eher so um diese Sachen, die ich jetzt nicht so ganz verraten kann, wer da mit wem und wer mit wem noch ein Beef hat und wer was nicht weiß, was der andere gemacht hat und so. Genau. Die Darsteller waren super, das kann ich unterschreiben. Saskia Rosendahl kommt sogar aus seiner Heimat Halle. Auch Ballon ist, wie Erik beschrieben hat, gerade für unsere mittel- und ostdeutsche Region ein bewegendes und spannendes Stück verfilmte Geschichte gewesen. Auch hier überzeugte Handlung und Inszenierung eine ganz neue Seite von Bulli Herbig, die er mit Bravour gemeistert hat. Leider konnte das Potenzial beider Filme in Deutschland nicht ausgeschöpft werden, da es eine Kannibalisierung des deutschen Films am Kinomarkt gegeben hatte. Wahrscheinlich liefen da sehr viele an. Ich gucke gerade mal, ob ich hier irgendwo Einspielergebnis finde von Ballon zum Beispiel. Aber Ballon war gefühlt in den Charts schon lange Zeit drin hier in Stuttgart. Das haben wir immer mal wieder vorgelesen, ne? Oh, ja. IMDb steht drin bei Ballon bei Budget 10 Euro in Klammern geschätzt. Irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas stimmt da nicht, liebe IMDb. Das könnte aber auch Bulli sein. Also. Ich glaube nicht, dass der gerade mal geschätzte 10 Euro gekostet hat, der Film. Aber man findet überhaupt nichts zum Thema Einspielergebnis von Ballon. Im Kinomarkt geben. Von Oktober bis Dezember 2018 ist jede Woche ein neuer deutscher Film an den Start gegangen. Hat vielleicht auch was damit zu tun, ich weiß nicht, ob da das Thema mit Oscar, bester ausländischer Film und sowas, ob da auch irgendwas damit zu tun hat, dass ja die Filme im Kino gelaufen sein müssen, damit sie quasi in die Nominierung reinkommen für den besten fremdsprachigen Film oder so. Vielleicht haben da viele gedacht, sie bringen ihren Film mal an den Start, könnte sein. Aber ja, also beide Filme von mir immer noch sehr empfehlenswert. Ich habe die auch schon im Kollegen- und Freundes- und Bekanntenkreis auch weiter empfohlen. Werk ohne Autor und Ballon. Das sind wirklich sehr sehenswerte Filme, alle beide. Werk ohne Autor oder Ballon vielleicht noch eher. Ist vielleicht auch mal was für die Schule, finde ich. So, als das Thema definitiv. Deutsche Trennung definitiv. Oder sowas. Ja, das sind so Sachen, die stehen auf meiner Schulfilmliste. Vielleicht Ballon noch ein bisschen eher, weil der ist ein bisschen kürzer. Weil Werk ohne Autor, da brauchst du ja fast den ganzen Tag, wenn du den gucken willst, mit Pausen und so. Und bei Ballon. Was, Pause? Die haben genug Pause, also bitte. Ballon fand ich halt wirklich sehr, hätte ich von Bulli halt auch nicht gedacht, sehr sensibel, wie mit dem ganzen Thema umgegangen ist. Aber es ist nicht so, wenn ich manchmal so Filme sehe, die sich mit dem Thema beschäftigen, wo ich denke, boah, das ist jetzt Bullshit, ist so wäre das nie gewesen. Ja, hier ist es so, dass man wirklich sagt, okay, ja, doch, stimmt, so war das oder so könnte das gewesen sein, ja. Also das ist wirklich ein ganz schmaler Grat, gerade wenn das jemand, von der in dem Bereich nicht aufgewachsen ist, anfasst, so ein Thema. Okay,
war es das schon mit den Kommentaren. Ich gucke jetzt nicht so Instagram und so. Ich glaube, da ist auch einiges gekommen. Da habe ich ja ein bisschen was. Ach, ich habe eine Lootbox. Genau. Kennst du Thema Lootbox? Ich hab's gesehen, ja. Ja. Und zwar habe ich entdeckt, gibt es von getdigital.de gibt's eine Lootbox. Muss ich mal Werbung machen. Unbezahlte Werbung, nur aus Überzeugung. Und da gibt es lustige Sachen wie, was weiß ich, so eine Day of the Tentacle hier, komplette Dinger, sehe ich hier gerade auf der Startseite. Und die haben halt eine Lootbox. Und da kann man für einen gewissen Betrag, ich weiß gar nicht, was ich da gemacht habe, irgendwie 20 Euro oder so, wenn ich mich recht erinnere, bekommt man da wirklich, also ich sehe allein das T-Shirt, was da drin war, das kostet bei denen hier im regulären Verkauf 21,95. Ja, also sieht man schon, und wenn die ganze Lootbox irgendwie 20 Euro kostet, dann macht man schon echt gut. Da sind coole Sachen drin gewesen, so Guardians of the Galaxy Figuren, dann ein kleiner BB-8 aus Plüsch, wenn man drauf drückt, macht er irgendwas, und eine Tasse von Star Wars, also kann ich echt empfehlen. Das war jetzt, die haben irgendwie monatlich so eine Lootbox. Habe ich auf Instagram fotografiert, könnt ihr mal gucken. Das waren so, und ein Comic ist drin, hier Batman irgendwas. Kanntest du das? Ist das? Nö. Ah. Ganz einfach, nö. Ja, okay. Ja. Okay, ja. Ich finde gerade hier den Link nicht hier für die Lootbox auf getdigital.de. Aber vielleicht werde ich es mal mit verlinken. Dann könnt ihr euch überlegen, ob ihr auch so ein Ding holt. Da ist jede Menge Zeug drin. Weiß natürlich nicht, was nächsten Monat drin ist. Ist halt so eine Überraschungskiste. Wenn ihr uns Kommentare oder wenn ihr uns unterstützen wollt, sendet uns am besten Kommentare auf kinocast.net. Das hat uns sehr gefreut. Hat ja der Nikolas und der Martin gemacht. Könnt uns gerne auch auf Twitter kontaktieren oder @kinocast oder Instagram kinocast. Facebook, Kinocast oder direkt Chris was schreiben wollt, chris@kinocast.net oder meine Wenigkeit eric@kinocast.net oder an die Kate, die heute nicht da ist, kate@kinocast.net, dann ja, kommt das halt direkt an, wenn ihr da nicht irgendwo öffentlich posten wollt, aber schreibt dann mit rein, ob wir das auch mit verlesen dürfen oder nicht, wenn da irgendwas drinsteht. Ich werfe mal einen Blick hier rein, was unsere Amazon-Affiliate-Kunden genutzt haben. Also ihr findet auf kinocast.net diverse Amazon-Affiliate-Links. Wenn ihr die klickt, dann kriegen wir eine kleine Provision, wenn ihr dann dort was bestellt. Hat zum Beispiel jemand in der letzten Woche ein Uhu Holzleim bestellt und ein Vitakraft Duck XXL Entenfleischstreifen für einen Hundi. Was ist das? Relax Days Wandorganizer Bambus. Muss ich mal kurz gucken. Ah, das ist sowas. Ja, kann man sich an die Wand hängen, sind so 1, 2, 3, 4 Fächer drin, da kann man so Bücher reintun oder sowas. Was ist das? Wukong Fischerei Bergung. Muss ich mal draufklicken. Ein Seil. Okay. Ein Seil mit einem Karabinerhaken. Vielleicht. Da möchte sich jemand abseilen. Oder aufhängen. Hoffentlich nicht. Ja. Also. Wenn ihr das vorhabt, dann es gibt Leute, die euch helfen können. Wir sind da vielleicht nicht die richtigen. Mal, du denkst immer ans Schlimmste. Ich denke, vielleicht möchte ich jemand retten oder so. Aber dann bestellst also du dir dann nicht. Wenn du dich retten willst, bestellst du dir nicht bei Amazon ein Seil. Bis das da ist, dann bist du. Das klingt eher nach einer Planung für andere Themen hier. Deswegen. Oder jemand will einfach für den Fall der Fälle was da haben. Das kann auch sein. Vielleicht muss jemand was hochziehen. Man kann auch übertreiben. Immer vom Schlimmsten ausgehen, was ist das denn? Achso, du meinst, da baut sich jemand so einen Sexkeller, wo dann so jemand so, hey, ohne Witz. So Bondage, so voll so, mit Bondage. Also ich sage, man braucht es vielleicht, um irgendwas festzumachen, um irgendwas wo hochzuziehen. Also Erik denkt an Selbstmord und an Bondage. Selbstverständlich, ja. Hervorragend. Da sehen wir mal, wie ausgeglichen mein Charakter ist und wo du gerade rumdüppelst. So ist das nun mal. Es hat noch jemand bestellt, ein Wieso-Steuer-Programm. Ja, für den Macintosh. Ihre automatische Steuererklärung. Fängt hier jetzt jemand damit an? Na dann, viel Spaß. Habe ich schon alles gemacht. Machen lassen, besser gesagt. Ich kann das nicht. Ich kaufe nur immer das neue Programm, wenn das da ist, und dann wird es gemacht. Dann viel Spaß mit denen und viel, viel Freude, und macht keinen Scheiß mit den Sachen da, die ihr da bestellt hier. Nicht, dass noch heißt, ja, das habe ich hier beim Kinocast bestellt und dann habe ich das damit gemacht. Ja. Und vielen Dank für die Nutzung der Affiliate-Links. Wer uns sonst noch unterstützen möchte, ihr findet auf kinocast.net ganz, ganz oben
so einen Button, der heißt irgendwie so Danke, und das alles so ein bisschen zusammengefasst, was man tun kann. So auf Phonik zum Beispiel, Guthaben spenden, PayPal, Bitcoin, kann man auch machen. Ansonsten lasst uns eine Rezension da auf iTunes, hier auf Apple Podcasts, wie es jetzt heißt. 5 Sterne bitte, dann werden wir auch sichtbarer für andere Nutzer. Deluxe. Selbstverständlich, dein Herz schlägt schneller. Ja, das ist unsere Infusion. Jawohl, ja. Und dann werden wir auch sichtbarer für andere Nutzer, die vielleicht auch auf der Suche nach einem Kinopodcast sind. Wenn es euch gefällt, warum sollte es nicht anderen auch gefallen? Und ihr könnt uns auch auf Spotify zum Beispiel abonnieren. Da könnt ihr zum Beispiel jemanden, der vielleicht nicht so erfahren ist mit Podcast hören und runterladen, könnt ihr vielleicht sagen, Mensch, wenn du Spotify hast, such einfach mal nach Kinocast. Da gibt es, glaube ich, 2 Stück, einen aus Amerika auf Englisch. Da ist schon die Anzeige raus, dass man da irgendwie, wegen dem Namen und so, dass man da ein bisschen Geld kriegen. Kann man ja in Amerika, da kann man ja einiges generieren da bei solchen Rechtsstreitigkeiten. Ansonsten hören wir uns dann nächste Woche wieder, dann mit einer neuen Sneak Preview. Und mal gucken, dann sind wir ja quasi schon kurz vor dem Endgame, was uns da noch so einfällt. Nächste Woche sind wir kurz vor dem Endgame, ja. Kurz vor dem Endgame. Oh mein Gott, spannend. Ja. Ich habe ja Ferien. So machen wir das. Also bis dahin, vielen Dank fürs Mitmachen, Chris. Tschüss. Gerne. Ciao. Bis bald im Kinocast.